Hallo und herzlich willkommen im Wald. Hab mein Stativ vergessen. Meine Kamera habe ich nicht vergessen, das würdet ihr merken. Und deshalb irgendwelche seltsamen Kameraeinstellungen heute, weil geht halt nicht anders, aber irgendwie kriegt man schon hin. Ich wollte mal, weil ich Spaß dran habe, mal wieder ein kleines Anfängervideo machen, also für die ganz, ganz blutigen Anfänger, weil ich denke mir immer, wenn man schon Anfängervideos macht, dann sollte man die schon so machen, dass es dann wirklich aber auch jeder kapiert. Und da gehe ich immer von mir aus, weil ich in so technischen Dingen ja grundsätzlich ziemlich vertrottelt bin und mir nicht vorstellen kann, dass es da jemanden gibt, bei dem das noch schlimmer als bei mir sein könnte. Und deshalb, wenn ich so erkläre, dass ich es verstehen würde, gehe ich immer davon aus, ja, dann kapiert es wahrscheinlich jeder. Und so mache ich das halt jetzt eben entsprechend. Und zwar geht es um diese Teile hier. Das hat wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen im Anfängerbereich bushcrafterisch tätig ist, schon mal gesehen. Und es gibt auch diverse Videos, in denen erwähnt wird, dass das zur Anfängergrundausstattung eines Bushcrafters natürlich unbedingt dazugehört, so ein Teil zum Feuer machen. Ja, da kann man sich jetzt durchaus drüber streiten und das wollte ich eigentlich schon länger mal machen, mal ein Diskussionsvideo über Sinn und Zweck dieser Teile eigentlich, ob die jetzt nun wirklich das einzig wahre Mittel sind, um ein Feuerchen zu machen oder halt eben größtenteils deswegen ihren Ruhm erlangt haben, weil es halt nicht so einfach ist und wir Männer alles Kinder sind und gerne spielen. Ich vermute mal, Letzteres spielt auf jeden Fall eine durchaus große Rolle, muss man ganz ehrlich mal zugeben, ist ja nicht schlimm. Gerade wenn wir im Wald sind und unsere Frau nicht, dann haben wir ja Zeit für sowas und dürfen ja sowas ungestört betreiben und keiner kann es daran hindern. Außer vielleicht der Förster, wenn er kommt und sieht, dass wir damit sowas rumhantieren und uns aus dem Wald wirft, weil wir Feuer machen, illegal, böse. Deshalb an dieser Stelle der rechtliche Hinweis, selbstverständlich darf man sowas nur in einer öffentlichen Feuerstelle ausprobieren oder man darf im Wald Feuer machen. So, habe ich also gesagt. Wenn ihr euch übrigens nicht sicher seid, ob ihr im Wald Feuer machen dürft oder nicht, dann dürft ihr es nicht. Ist relativ simpel. Also wer nicht mit jemandem geredet hat, der einem das erlauben darf und der das dann getan hat, dann darf man es nicht. So, ja. Und das soll es eigentlich zur Vorgeplänkelrede schon gewesen sein. Ich zeige jetzt mal exemplarisch, und das gilt für jeden anderen möglichen Zunder genauso, das Ganze mit Kienspan. Der ist schon ein bisschen angegammelt, weil ich habe eben schon ein bisschen rumexperimentiert, weil das macht halt eben auch Spaß. Ja. Gut, dann haben wir jetzt hier diese hervorragende Kameraeinstellung und räumen hier erstmal noch ein bisschen auf, weil wenn wir jetzt mal angenommen eine Feuergenehmigung haben, um ganz fieserweise hier einfach mal auf so einem stinknormalen Waldboden ein Feuerlicht machen zu dürfen oder zumindest ein bisschen rumzuzündeln, ich mache hier ja jetzt kein Feuer, kein richtiges. Aber dann sollte man trotzdem da ein wenig aufräumen, dass da nichts rumliegt, was brennbar ist. Zumindest, solange man noch Anfänger ist, sollte man das auf jeden Fall unbedingt tun. Später sollte man es auch unbedingt immer tun. Ich sage ja immer, die wichtigste Regel beim Feuermachen ist, dass man das Feuer nie aus den Augen lässt und immer unter Kontrolle hat und immer exakt weiß, was sein Feuer tut. Also Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen. Das ist so meiner Meinung nach, so sieht man es noch besser, das A und O beim Feuermachen. Und wenn man das beachtet, dann ist der Rest erheblich weniger wichtig, aber sollte man natürlich sich auch dran halten, insbesondere dann, wenn man schon das Privileg genießt, ein Feuer auch wirklich machen zu dürfen. Achso, jetzt muss ich natürlich noch erklären, also das hier ist jetzt natürlich ein Kienspan, ne? Das habt ihr garantiert auch schon mal irgendwo gesehen und auch schon rausgefunden, wo man die herbekommt. Man kann die kaufen, man kann die finden, ist nochmal ein anderes Thema. Oder man kann, wie ich, jede Menge dumme Videos produzieren, dann bekommt man sie geschenkt. An dieser Stelle also nochmal herzlichen Dank an den Spender dieser Tüte. Und da es noch mehrfach im Bild auftauchen wird, auch vielen herzlichen Dank an den Spender dieses Messers. Also ich habe das jetzt eigentlich, seit ich es habe, nämlich nur noch das hier derzeit.
ich werde auch mal irgendwann wieder andere Messer nehmen. Das ist hoffentlich nichts, weshalb man mir beleidigt ist. Aber ja, egal. Übrigens auch nochmal vielen Dank an den Spender dieses Feuerstahls und dieses Magnesiumblockes. Und ist es so, wenn wir mit Kienspan hantieren wollen, feuermachttechnisch, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man den meiner Meinung nach sinnvoll verwendet. Möglichkeit A, man macht sich Späne mit der Klinge. Ne? Also wirklich sowas hier. Das ist jetzt ein sehr großer, das macht aber nichts. Im Prinzip reicht das fürs Erste. Ne? Und da kann man sich jetzt die Späne quasi so machen, dass man sein Messer in dieser ja so halbkreisförmigen, schabenden, wie so mit einer Schaufel Bewegung arbeitet. Und dann kriegt man relativ schnell sogenannte Feversticks hin. Das kann man natürlich auch mit jedem anderen Stock machen. Das muss nicht zwingend jetzt ein Kienspan sein. Und die sind schon mal deutlich leichter entzündbar als ein ja, massiver Stock, sage ich jetzt einfach mal, Zweig, Hölzchen, weil die haben halt eine höhere Oberfläche. Grundsätzlich gilt, je höher die Oberfläche von dem ist, was man entzünden möchte mit so einem Firesteel, desto besser geht's. Deshalb wird auch gerne Watte oder ja, irgend so ein watteartiges Zeug als der Zunder schlechthin für den Firesteel genommen. Der ist wirklich, das ist so ganz, ganz einfach zu entzünden, so Wattekrempel. Insbesondere, wenn es dann noch mit Vaseline getränkt ist, die Watte. Aber, sowas geht aber auch. Jetzt ist es allerdings relativ schwierig, diesen Krempel jetzt entzündet zu bekommen. Wenn man das übrigens abschneidet, sollte man das nicht so tun wie ich jetzt gerade, weil dann kann man sich nämlich potenziell in die Hand schneiden und das ist natürlich böse. Deswegen macht das irgendwie anders, aber nicht so. Ich war bei Arbeitssicherheit übrigens immer nicht da. Da war ich immer krank. Also nicht wirklich, aber. Jo, und jetzt hat man hier schon so ein Häufchen und das sind jetzt aber relativ grobe Späne. Wenn man jetzt also hier dran rumzündelt, dann ist die Chance, dass sich da was entzündet, na, da wäre es fast so weit gewesen, relativ gering und man würde relativ viele Versuche brauchen, bis da mal was brennt. Und jetzt sind es auch nur zwei Späne gerade aktuell. Klar, das fängt jetzt noch auf den Rest über. Und dann haben wir unser Feuer. Aber es war relativ umständlich. Und das ist natürlich noch mal umständlicher, wenn man nicht so häufig schon mit so einem Ding hier hantiert hat. Gut, hab das jetzt mal gelöscht, weil ich will ja noch die andere Methode zeigen. Also die meiner Meinung nach optimale Methode, wie man mit so einem Kienspan dann ein Feuerchen entzünden kann und einem Firesteel eben, ist, wenn man sich ein paar Späne macht. Also das Zeug, was wir gerade hatten. Dann mache ich jetzt noch ein paar mehr. Da reichen jetzt wirklich noch ein paar mehr zusätzliche. Das müsste jetzt gar nicht viel sein. Machen wir mal von der Spitze vom Kienspan. Die bleibt nämlich sonst immer übrig. Ist auch nicht schlecht, wenn man die mal ein bisschen verwendet. So. Und immer alles mit der Ruhe, keine Hektik. Man hat ja Zeit draußen. Insbesondere jetzt im Sommerhalbjahr. Ist ja auch relativ lange hell. Da rennt einem da nichts weg. So, da haben wir jetzt wieder also ein paar Spänchen rumliegen. Und da die vergleichsweise schwierig eben zu entzünden sind, wie gesagt, kann mal klappen, aber ist halt nicht so einfach, brauchen wir jetzt die zweite Sache, die man mit Kienspan meiner Meinung nach herstellen kann. Das ist so eine Art Wolle. Und dafür nehmen wir die Messerrückseite, die muss scharfkantig sein. Das ist ohnehin die Voraussetzung, dass man überhaupt so einen Firesteel anreißen kann. Man braucht ein Messer mit scharfkantiger Rückseite. Da bieten sich meiner Meinung nach wirklich die Opinel-Messer für Anfänger an. Jedes Opinel hat so eine scharfkantige Rückseite, mit der man dann sich halt eben entsprechend hier so ein bisschen Wolle, ich nenne das jetzt einfach mal Kienspanwolle, abkratzen kann. Das kann man auf diese schnelle Methode machen. Das hat aber den Nachteil, dass dann ein bisschen was daneben gehen kann. Wer also sein Material optimal nützen möchte, der macht das nicht so schnell. Weil, jetzt habe ich mir hier den Feuerplatz schon ganz gut vorbereitet, wenn das jetzt hier so ein bisschen runterfällt, ist das ja egal. Das kann ich dann ja dann immer noch aufs Häufchen drauf machen und den Rest, der hier jetzt dran klebt, dann noch oben drauf.
Das würde wahrscheinlich jetzt schon reichen. Wir machen aber noch ein bisschen mehr, weil die langsame Methode wäre dann wirklich, dass man das ganz kontrolliert macht. Und dann fällt einem auch nichts runter unterwegs. Und man kriegt das quasi so direkt am Stock klebend und kann sich es dann abschneiden und genau dahin drapieren, wo man es haben möchte. Meistens bleibt dann noch was am Klingenrücken ein bisschen kleben. So. Jetzt haben wir hier also so ein Häufchen von diesem ganz feinen Material, locker fluffig. Das ist nämlich gut, je lockerer und fluffiger ein Zunder ist, desto besser brennt er. Das gilt bei allem, was man irgendwie als Zunder verwenden möchte. Das Blöde ist, da das jetzt vergleichsweise wenig Material ist, auch wenn es locker und fluffig ist, das brennt sehr schnell weg. Und deswegen habe ich da halt eben noch ein paar dickere Späne dazu gemacht, damit wir insgesamt mehr Substanz haben, dass die eigentlich brennt. Weil wenn wir was haben, was nur für ein paar Sekunden brennt, was mich auch stört bei den ganzen Leuten, die dauernd irgendwelche, ja keine Ahnung, Löwenzahnsamen anzünden oder sowas. Die brennen 2 Sekunden, dann sind die verbrannt. Das bringt's nicht. Das brennt zwar erstmal, das erzeugt eine Flamme, aber sobald man nicht da auf den Haufen gleich direkt noch irgendwas anderes, was länger brennt, also dann doch irgendwie wieder ein Kienspan oder sowas in der Richtung, draufgelegt hat, dann wird das schwierig. Und mit 2 Sekunden, da müsste man schon wirklich sehr extrem trockenes Holz haben, dass man das dann entzündet bekommt. Ja, jetzt machen wir noch ein kleines bisschen mehr von diesem Wollezeug. Und mit diesem 2-Komponentensystem, also ein bisschen was von der Wolle, ein paar dickere Späne, das ist so meiner Meinung nach das rundum sorglos idiotensicher Paket, um da jetzt entsprechend eine ordentliche Flamme, die auch eine Weile brennt, hinzubekommen. So, jetzt noch mal ein paar Takte zur Verwendung von diesen Feuerstählen. Grundsätzlich empfiehlt sich so ein ungefähr 45 Grad Winkel zum Stahl, wenn man damit entsprechend arbeiten möchte. Zack. Na, habt ihr gesehen? Das passiert auch mal hin und wieder, dass einem der Funken am Messerrücken quasi kleben bleibt. Aber mit so einer 45-Grad-Geschichte. Und dann, das ist auch so ein Standardtrick, den man überall hört, zieht man den Stahl unterm Messer weg. Nicht das Messer über den Stahl, weil dann hat man das Problem, dass man mit dem Messer gerne in seinen Zunder reinkommt und dann haut man sich den mühsam aufgeschichteten Zunderhaufen nach sonst wo. Muss ich jetzt nicht vormachen, sollte auch so klar sein. Deshalb eben wie gesagt 45 Grad Winkel, möglichst über die gesamte Länge des Stahls. Ich mache das jetzt trotzdem nur auf der Hälfte, wie man hier sehen kann, aber eigentlich wäre es effizienter, wenn man den ganzen Stahl mitnimmt, dann kriegt man am meisten Material abgekratzt, bis es dann da vorne eben entsprechend einen großen Funken gibt, weil man ja viel Material abgekratzt hat. So, und jetzt gibt es mehrere Varianten, was man jetzt da noch tun kann. Viele stellen sich das dann hier rein, machen da so ein paar Kratzbewegungen, kratzen also erst Material vom Stahl ab und entzünden das dann mit einem letzten entschiedenen Zug. Und dann entzündet sich quasi das gesamte Material, was man vorsichtig abgeschabt hat und an der Spitze gesammelt. Oder eben was einem am Messerrücken klingt auf einmal und man kriegt insgesamt gleich eine große Menge an Feuer. Das kann man so machen. Ich persönlich mag die Technik nicht so. Aber es kommt auch darauf an, was für einen Feuerstil man hat. Das merkt ihr relativ schnell, wenn ihr drauf rumkratzt und merkt, okay, ich kann da Material abschaben, dass ich das dann also quasi als zusätzlichen Zunder verwende, also Material vom Feuerstahl selber. Das geht bei dem hier jetzt schon. Aber da muss man auch vorsichtig sein, dass man halt eben beim Abschaben nicht schon aus Versehen zündet. Aber ich finde das blödsinnig. Wozu soll das gut sein? Da braucht man ja mehr Material, als man normalerweise brauchen würde. Also kann man, wie gesagt, so machen und jeder soll so machen, wie er glücklich wird. Aber meine Methode ist halt nicht und das ist ja mein Video. Und deshalb mache ich halt wirklich lieber diese Variante, dass man ihn da wegzieht mit Schmackes. Da darf dann ruhig ein bisschen Abstand sein, weil der Funken fliegt potenziell richtig, richtig weit. Wenn man also entsprechend wirklich seinen 45-Grad-Winkel einhält und den Stahl sozusagen wie eine Zielvorrichtung so wegzieht, dass wenn man davon ausgeht, dass der Funken geradeaus fliegt, er direkt in das Zunderhäufchen reinfliegt, dann ja. So die Theorie und dann klappt das auch wirklich relativ einfach, insbesondere wenn man sich da diese tolle Wolle noch abgekratzt hat von seinem Kienspan. Also mit der Methode und ein ganz bisschen Übung
paar Mal mit diesem Ding hier einfach in die Luft Funken produziert, sollte das wirklich nicht weiter dramatisch schwierig sein. Mit einem Naturzunder und einem Feuerstiel und einem Messer entsprechend eine langbrennende, schöne Flamme, mit der man sich problemlos ein Lagerfeuer entzünden könnte, zu erzeugen. Ja. Und das soll es im Wesentlichen eigentlich auch gewesen sein. Nur habe ich jetzt halt hier eben noch diesen praktischen Magnesiumblock. Und weil ich den gerne mal nicht nur ausprobieren möchte, das habe ich schon, der funktioniert prima, sondern auch mal in einem Video zeigen möchte, wie der funktioniert. Und an dieser Stelle übrigens auch herzlichen Dank nochmal für den schönen Magnesiumblock hier. Ich hatte ja schon mal einen billigen, aber der war scheiße. Und der hier ist richtig toll und das ist doch eine Offenbarung. So, wie funktioniert das mit dem Magnesiumblock? Im Prinzip, wie man vom Kienspan mit der Wollmachmethode quasi diese Wolle abschabt, kann man hier auch Magnesium abschaben. Das Doofe ist, das fliegt einem halt in der ganzen Gegend rum und lässt sich nicht so schön am Stock selber sammeln, wie das mit dem Holz halt, mit dem Kienspan geht. Und man braucht auch eine ziemliche Menge. Man muss da also schon eine Weile kratzen. Und ich will ja nicht sagen, kauft euch was Teures. Aber wenn man diese ganz billigen Magnesium-Feuerstarter nimmt, beziehungsweise also jeden anderen, den ich bisher in Händen hatte, außer diesen hier, also diese die Friendly Sweet Variante, man kann das auch langsam machen, dann kriegt man größere Späne, grobere Späne, was nicht unbedingt besser ist, weil die haben dann eine potenziell geringere Oberfläche als die ganz, ganz feinen. Und ja, das ist jetzt eine Menge, mit der man hoffentlich was anfangen kann. Blöd ist natürlich, wenn man das jetzt so wie ich direkt auf den Boden macht, hat man das Problem, dass sich die Späne automatisch auch ein bisschen mit Dreck vermischen. Ich sage jetzt mal böse Dreck, eigentlich ist es Boden, humoser Oberboden, um genau zu sein. Aber das ist dann ein bisschen blöde, weil der Mineralboden, also der humose Oberboden, ist per se nicht brennbar. Wir haben also ein gar nicht brennbares Material zwischen einem sehr gut brennbaren Material. Das macht das sehr gut brennbare Material halt ein bisschen weniger gut brennbar. Aber jetzt kann man das genau wie den anderen Kram auch entzünden und Magnesium brennt mit einer extrem heißen Flamme, aber nicht lange. Der Grund, weshalb das jetzt immer noch brennt, liegt halt daran, dass da auch noch ein paar Kienspanflocken dabei liegen. Eigentlich wäre da schon längst Schluss gewesen. Mit so einem reinen Magnesiumfeuerchen, ja, da hat man vielleicht 3 Sekunden, wenn es gut läuft, eine Flamme. Da muss man also auch sofort irgendwas anderes, leicht anzündbares, griffbereit haben. Aber die Lösung mit dem Block hier ist halt schon schön, weil der hat ja auch gleich noch einen integrierten Feuerstiel. Den hätte ich jetzt auch nehmen können, habe ich nicht gemacht, weil ich will mir den aufheben, schlicht und ergreifend. Weil das ist so viel Magnesium, das reicht für mehr Zündungen, als ich dieses Ding hier, diesem Feuerstahl, der hier dran ist, zumuten würde, gefühlt. Und deswegen nehme ich lieber hier mein Standardding. Ja, und das haben wir jetzt auch ausprobiert. Und deshalb möchte ich nochmal eben betonen, herzlichen Dank hierfür, das macht richtig Spaß mit dem Teil. Doch, da kann man ordentlich Unsinn mit anstellen. So, und das soll es dann in diesem Video auch eben entsprechend gewesen sein. Ist ja jetzt, denke ich, auch ausführlich genug gewesen. Wenn man einen Kienspan hat und ein Messer und einen Feuerstahl, dann kriegt man mit dieser Methode wirklich ganz einfach ein Feuer in Gang. Das ist nicht schwierig und ja, das war's. Macht's gut.